gesagt, Mr. Vinci will mit ihm reden. Auch das noch. Wo sind die hingefahren? Weiß er nicht. Vielleicht in ihre Bar, das am Mona Lisa. Scheiße! Stimmte was er nicht? Naja, sagen wir mal so, wir stehen momentan nicht gerade auf bestem Fuß mit Mr. Vinci. Ja, Joe sah nicht glücklich aus. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Ich muss rausfinden, was da los ist. Hoffentlich nichts Schlimmes. Viel Glück, Vito. Ja, danke. Ach nee, ich kaufe lieber nix. Warte, bene, Vito. Ja, ja, man sieht sich. Lacht da oben noch irgendwas? Ich muss mal ganz kurz nachgucken, ne? Ich bin ja gar nicht neugierig. Nö. Ist ja gut, ist ja gut. Ich bin ja schon auf dem Rückweg. Hab mich alle überredet. Ich guck da oben nicht nochmal. So. Dupdi-dupdi-dupdi-du. Gott, sind das viele Treppen. Noch hier unten was? Oh Mann, ja. Ich dachte, hier liegt was, aber nö. So, was ist denn jetzt eigentlich unsere Hauptaufgabe? Finde Joe und rette ihn. Ja, gut. Wenn's sein muss. Ja gut, er hat ja irgendwie, obwohl er noch keine Arbeit gefunden hatte, hat er ja das Geld irgendwie schon zusammengekriegt. Er hat das wahrscheinlich irgendwo hergekriegt, also hergezaubert. Das ist toll. So. Ja, danke gleichfalls. Mit dieser Pumpe hier macht die Augen auf. Dann wollen wir mal Vincis Bar suchen. Arschloch. Jo. Und mal gucken, was da jetzt so los ist, ne? Vielleicht können wir das ja doch irgendwie anders regeln. Auf Öko-Basis, ne? Glaube ich ja eher nicht, aber... Ey, es kommt auf den Versuch an. Wollte ich mal so, ne? Hui! Ey, na gut, fast perfekt eingeparkt. Egal, wir lassen das Auto so stehen. Hallo. Guten Tag. Keine Bewegung, wenn du am Leben bleiben willst. Jo, Prost. Tag, Leute. Unglaublich, der Kerl traut sich was. Hocherfreut. Flossen schön ruhig halten. Hey, tu, was der freundliche Barmann sagt und lass den Scheiß, Vito. Also, dann leg erstmal schön langsam deine Knarren auf den Boden. Und keine Fisimatenten. Der gute Barmann hat den nervösesten Zeigefinger weit und breit. Ich auch. Unbewaffnet. Okay, und was führt dich hierher, Vito? Wir hatten dich gar nicht erwartet. Ich suche Joe Barbaro. Eure Leute sollen ihn mitgenommen haben. Schon möglich. Was soll der Blödsinn? Joe und ich haben euch nichts getan. Mr. Vinci ist da wohl anderer Meinung. Und deshalb hat er die ein oder andere Frage. Und Joe beantwortet sie ihm gerade. Cool. Wenn du schon mal da bist, kannst du ihm Gesellschaft leisten. Und wenn ich nicht scharf drauf bin? Dann muss ich eben nachhelfen. Außerdem, die Aussicht da oben ist toll. Ah ja. Ich bin jetzt gerade schon mal dabei, hier rauszugucken, wo jetzt die nächsten Playboy-Hefte sind. Scheiße! Was geht hier vor, Joe? Die Arschlöcher sind nur kurz pissen. Toll. Aber kannst du mir erklären, was die Scheiße hier soll? Vinci, der alte Furz, kapiert nicht, was vor seiner Nase abläuft. Und meint, ich könnte es ihm erklären. Idiot. Ah, das glückliche Paar traut vereint. Willkommen, Vito. Was ist hier los? Tag. Warum tun sie uns das an? Warum? Warum? Erst die Kacke mit Leo. Dann bricht in der Stadt die verdammte Hölle los. Die Schlitzaugen laufen Amok. Alle fallen wie die Irren übereinander her. Und jetzt kündigen diese gelben Ärsche an, mich umzubringen. Es geht runter und drüber, verflucht. Glückwunsch. Ich bin zu alt für diesen Mist. Ja. Also erzählt ihr mir jetzt, was für eine Scheiße hier abgeht. Na los, ich bin ganz Ohr. Vinci, ich hätte einen Tipp. Mr. Vinci, ich weiß es beim besten Willen nicht. Glauben Sie mir. Joe und ich haben nichts damit zu tun. Genau das wollte ich nicht hören. Tja, das ist Ihr Problem. Denn wir sind wirklich völlig ahnungslos. Was für ein Jammer. Vinci, wenn du zu alt bist, dann würde ich sagen, es gibt ein Altenheim, wo man vielleicht hingehen könnte. Jetzt aber schnell. Oder betreutes Wohnen. Gut. Geht auch. Vielleicht gibt das Rohr nach. Komm, hilf mir, allein schaffe ich's nicht. Okay.
Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Nochmal. Eins, zwei, drei. Jetzt wird's lustig. Hallo. Leck mich. Dreckiges Asch. Komm her, Wichser. Waffe. Waffe. Das ist da. Ja, danke. Very, very friendly from you. So, ich sollte vielleicht mal ein bisschen schleichen. Was war das für ein Geräusch? Sie haben sich losgemacht. Scheiße. Ja. Ich war das nicht. Nö, ich bin total unschuldig. Naja, komm, dann müssen wir das eben so machen. Oh. Stirb, ich schieße die Klöten weg. Hallo? Danke. Er kann doch sterben, das ist toll. Ich freue mir einen Keks. Ich möchte nur gerne mal wissen, was der für eine Waffe hatte. Genau denselben Scheiß, den ich auch gerade habe. Wow. Hallo, du Pömpel. Boah, Headshot. Geilo. So. Jetzt müssen wir erstmal hier hinten ins Action. Weil hier ist nämlich sehr gut versteckt. Eigentlich soll hier ein Heftchen sein. Ach hier! Ja, wow, Titten, geil. Ja, schneiden wir raus. Natürlich nicht, meine Güte. So. Aus der Ecke des Gebäudes. Yo, Hammer. Genau, das war jetzt Playmate 44. So. Auf der Ebene 3 haben wir dann die nächsten zwei. Okay. So, also Revolver habe ich noch. So, dann verpumpen wir uns mal hier runter auf die Ebene 2. Schieß dir die Füße weg, du. Danke. Oh, hier. Der ist drauf. Ich bin weg. Okay, tschüss. So. Hallo. Is nobody in the house? Wo ist eigentlich mein Hut? Ich hatte so einen schönen Hut auf. Mann, oh. Klappt doch gar nichts. Oh. Jo, gut getroffen. Tot. So. Ich würde mal sagen, wir schleichen. Was heißt schleichen? Wir laufen hier einfach weiter rum. Kommen Sie bitte aus Ihrem Versteck. Dankeschön. Sehr schön. Mann, Joe, bist noch nicht fertig hier? Meine Fresse. So, komm doch mal aus deinem Versteck, du Pümpel. Ja gut, nehmen wir dich erst. Gold. Bam. Dann kommen Sie doch mal bitte raus. Mann, kann ich gut treffen. Leck mich am Arsch. So. Los, erschießt der Misker. Na ja, machen wir später. Halt
Wäre dafür, wenn sie mal aus ihrem Versteck rauskommen. Genau so, dankeschön. Hallo! Verbrat hier ganz schön viel Munition, fällt mir gerade so auf und ein und in und um. Oh verdammt, das war glaube ich ein Fehler. Wow. So. Jo. Sehr schön, haben wir nochmal Munition gefunden? Du zuerst, ich geb dir Deckung. Ja, weil ich ein kleineres Ziel bin, ich weiß. So, schön, hier hat's gespeichert, wegen der Bohr. So. Wo zum Teufel bist du? Hallo. Dankeschön für die Magnum. Kann ich sehr gut gebrauchen. Boah, Headshot. Noob. Ja. So, meine lieben Freunde der guten Unterhaltung. Ich habe einen Frosch im Hals. Wie gefällt dir das? Würden Sie bitte sterben? Na los! Saftarsch! So, gut, da haben wir gleich das nächste Playboy-Heft. Dankeschön, wieder mit ganz viel Brust. Vito, komm her! Hier sollte es rausgehen! So, nur mal einen ganz kleinen Moment. Das war jetzt hier oben die Nummer 37, okay. Und Nummer 38 wäre dann da hinten im Eck. Okay. Okay. Oh, what the f... Hallo? Wie? That was awesome. Wo zum Teufel bist du hin? Hey Jungs, Barbaro will abhauen! Oh Mensch, triff doch! Wichskopf, du! Natürlich will Barbaro abhauen und ich auch. Danke. So, lass mich raten, das Heft muss ich jetzt auch nochmal einsammeln. Ist doch meistens so, oder? Wie gefällt dir das? Danke. Hat auch lang genug gedauert. Den Spaß, die umzubringen. Naja. Ist ja wurscht. Na gut, das Heftchen ist weg. Aber die Schrotflinte nehmen wir natürlich gerne mit. Vito, komm her. Hier sollte es rausgehen. Leg deinen Arsch hier rüber, Vito. So, ich schieß mich einmal hier so ein bisschen durch. Was machst du da? Joe, du oller Knödel, du kannst da gerne rübergehen. So, bitte nochmal ein. Komm, einer geht noch. Okay, jetzt ganz schnell hier rüber. Geh in Deckung, Mensch!
So. Ja, Joe, kommst du hier mal bitte rüber? Ach, sehr schön. Genau, du kannst jetzt mal was für dein Geld tun. Oh, verdammt. Guck da mal bitte raus. Sehr schön. Die sind ganz schön feige. Bam! War es jetzt ein Headshot? Tatsache! Geil! Mensch, mit der Schrotflinte kann ich doch ganz gut umgehen. What the fuck? Hat mich denn da jetzt getroffen? Hallo? Welcher Spatenpömpel trifft mich denn da? So, drei Leute haben wir jetzt noch hier oben. Und keiner braucht hier glauben, dass ich die Munition liegen lasse. Das geht gar nicht. So, du Heimchen da hinten. Wird das nochmal was? Ah. Hallo, du Pömpel. Bitte kommen Sie einmal aus Ihrer Deckung raus. Ich würde Sie gerne abknallen. Bitte. Hallo? Bam. Da waren es noch zwei. Haha. Alter, du schießt mich nicht nochmal an, du Penner. So. Wunderbar. Ach, ist das schön. Bitte einmal nachladen. Dankeschön. So, die ist... voll, den müssen wir noch einmal nachladen. Und die ist auch voll. Sehr schön. So. Ich mache da hinten mal zur Vorsicht diese Lampen aus. Weil die stören hier... Hallo? Ich habe gesagt, die Lampen stören. Sag mal. Bin jetzt nicht bereit, hier die ganze Munition dafür aufzubrauchen, ne? Ha, Headshot. So. Die Thompson 1928. Wunderbar. Sehr gut. Immer her damit. So. Danke. So, und hier hinten irgendwo sollte noch das eine Heftchen liegen. Irgendwo. Nur wo? Wo genau? Wo ist das Heftchen? Da ist das Heftchen. Dankeschön.